Flo, welcher Tag ist heute? Der nächste. Ich als der nächste. Weiß ich doch nicht, wir haben Ferien. Was machen wir heute? Wir warten auf, dass der blöde Regen aufhört. Ja, es regnet nämlich die ganze Zeit. Erkennt man am Pool ganz gut. Es hat die ganze Nacht geregnet. So ungefähr. Und wir wollen eigentlich frühstücken gehen. Ja. Das können wir nicht. Wir wollen nicht durch den Regen laufen. Finn, es gibt Frühstück. Wir müssen den ganzen Tag strecken. Finn. Morgen. Ein bisschen scharf drehen. Schärfer? Wie sieht das aus? Ja, okay. Hat er die Nase? Ja, auf! Hier irgendwo. So, hier. Warum muss ich eigentlich immer Schleife machen? Ich wollte bei Regen, cool, dachte ich. Was wert? 40 oder so auf mein. Nur gehen. Der Karton ist doch dafür, oder nicht? Ja. Ach, die Ohren müssen raus. Okay, tschüss. Ja, auch schon gemacht eben. Vergas. Okay, wenn's passt. Das ist echt schön. Alter. Vor allem, die stehen auch noch. Ja. Wir haben ja ein kleines Problemchen. Wie lange dauert es noch, meinst du? Da ist eine Pfütze. Ja. Lösung gefunden. Trinkwasser. Oh oh. Tada. Kinder, guckt, dass ihr immer frisch seid und euch wascht. In dem dreckigen Pool. Was? Im dreckigen Pool. Ja, ey, Hauptsache, dass du so sitzt. Was hängt hier eigentlich im Weg? Das? Das ist, das ist ein Werkzeughalter. Traust du meinem Werkzeughalter nicht? Nein. Das ist eine automatische Servierhilfe. So, ich habe mir mal eine ruhige Ecke gesucht, wo der Sound ein bisschen besser ist, um eine Sache anzusprechen, die im Moment abgeht im Einrad und die halt einfach der absolute Hammer ist. Ein Kanadier, Dylan Jenkins, programmiert im Moment das erste Einrad-Computerspiel der Welt. Und es ist geil. Street Uni X heißt das. Ist eine Hommage an die allerersten Tony Hawk Pro Skater Spiele für die PlayStation 1 und 2 damals. Die Älteren oder euch kennt es vielleicht noch. Das ist also richtig so im Retro-Stil gemacht. Aber der macht das ganz alleine, der Kerl. Und was er im Moment tut, ist, er sammelt Geld, damit er es fertig machen kann. Also was es gibt, ist eine Demo. Man kann die auch zocken, die kann man auch kostenlos runterladen. Und er will halt jetzt Geld sammeln, um das Ding komplett fertig zu programmieren und das dann in, ich glaube, geplant ist in 1-2 Jahren, das dauert halt immer sowas, rauszubringen, so komplett final. Und dann für PC und alle aktuellen Konsolen, die es dann so gibt. Da läuft im Moment eine Kickstarter-Kampagne, bei der man ihn unterstützen kann. Für alle, die Kickstarter nicht kennen vielleicht, der hat dann einen Monat Zeit, hat einen bestimmten Geldbetrag, den er braucht, um das Spiel fertig zu machen und sammelt Geld. Und man kann ihn unterstützen, indem man 1 Euro gibt, oder mehr. Und ich glaube, bei ihm ist es so, wenn man 10 Euro gibt, bekommt man hinterher das fertige Spiel. 10 oder mehr Euro. Dann gibt es aber noch weitere Sachen. Und zum Beispiel das Maximum ist, wenn man, ich glaube, es sind 300, 400 Euro gibt, dann darf man einen Charakter fürs Spiel erstellen und sagen, sich selbst, irgendwen anders und sagen, wie gut der in was ist und so. Also man kann da einfach den supporten, den Kerl, weil der ein cooles Ding macht. Ihr seht gerade im Hintergrund ein bisschen die Szenen, die ich euch da reinschneide. Wenn ihr Bock habt, das Spiel zu spielen, erstens, es gibt eine kostenlose Demo, die ihr runterladen könnt. Link ist in der Videobeschreibung, findet er. Der fragt da auch nach Spenden beim Runterladen. Ihr könnt aber auch einfach sagen, ich will nur die Demo erstmal runterladen. Und ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gepackt, wo man die Kickstarter-Kampagne findet. Das heißt, wenn ihr das sozusagen vorbestellen möchtet, ne, das ist das hier im Endeffekt, dann könnt ihr das auch tun. Ganz wichtig ist, das Geld bezahlt ihr nur, wenn der genug Geld gesammelt hat, um es fertig zu machen. Das heißt, wenn in den 30 Tagen nicht genug zusammenkam, dann müsst ihr auch nichts zahlen. So, dann muss er sich was anderes überlegen, wie er das zu Ende kriegt. Aber es wäre halt einfach der absolute Hammer, wenn der die Kohle kriegt und damit das Spiel fertig machen kann. In der Demo gibt es 3 Fahrer aktuell, Mimo, Eli und Noli und ein Level. Und deswegen
wenn ihr das cool findet, ob ihr Einrad fahrt oder nicht, vielleicht gerade für die, die noch nicht Einrad fahren, so, aber Einrad cool finden und ein bisschen Tricks machen wollen, ey, vielleicht dann einfach am Bildschirm, also holt euch mal das und zockt da ein bisschen Einrad, so. Klickt mal auf die Links in der Videobeschreibung oder hier im i, ich verlinke euch das irgendwo, ihr werdet es finden. Und ladet euch die Demo, zockt das, gebt dem Kerl Geld, wenn er könnt, so irgendwie, und wenn es nur ein Zehner ist für das Spiel, ne, wenn das genug Leute machen, dann hat er auch das Geld zusammen. Und ihr werdet das Spiel dann bekommen, wenn es fertig ist. Das ist ein cooler Kerl, ich kenne den, der ist korrekt, der macht das aus voller Leidenschaft und es wäre der Hammer, wenn es ein Einrad-Computerspiel gäbe. Das kann ich gar nicht genug sagen, ich feiere das super hart und wir zocken es die ganze Zeit, weil gerade das Wetter so ein bisschen mies ist und wir wahrscheinlich heute Abend anstatt dem Flatland-Contest leider dann, oder was ist leider, aber auch cool, einen Street Uni X-Contest machen und gucken, wer den Highscore bricht. Das werden wir gleich sehen. Also, ich packe euch alles in die Videobeschreibung, was ihr wissen müsst. Das Spiel ist geil. Jetzt gibt's Mittagessen und danach wird weitergezockt. Na. Und jetzt suchen wir Buchstaben für das Jammern-Camp-Rätsel. So, wir haben jetzt gerade das P gefunden und müssen jetzt noch weitere Buchstaben suchen. Letzte Buchstaben haben wir auch gefunden. Eine Person versucht, die andere Person aus dem Ring zu befördern oder von dem Einrad herunter. Was? Okay. Was? Was? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Irgendwas? Hm. Hauptsache einkaufen. Hm. Okay. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg einkaufen mit mir. Das ist aber kein Audi. Aber es ist Mandel und Essig. Wo ist unser Wagen? Oh Gott, nur Finn hat den Wagen. Oh, das ist nicht gut. Puh. Und? Wie fand die Verkäufer von uns? Was hat die echt? Hat die dich angequatscht oder was? Ganz gemein. Ja? Sowas kann dumm ausgehen. Nehmt den mal raus, den Jungen. Oh, Mann, jetzt ist doch alles platt, Christian. Ja, das gute Baguette. Das raus. Können wir das noch umtauschen? Ich hab den Kassenbon. Daniel, wir haben den nicht gekauft für den Euro, wir haben den nur geliehen. Wir nehmen morgen einen mit, okay? Tschüss, Julia. Tschüss, Julia. Tschüss, Julia. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Soja. Wiedersehen. Tschüssi. So, tschüssi. Tschö, komm gut nach Hause. Jo, mach ich. Hoffe ich. Also, das liegt an Johanna. Also, Johanna, ne? Ja. Party! Haben wir. Was?
Mandeldrink. Kein Soja mehr. Ja, witzig. Komm, zieh. Übertreib es nicht. Also, juhu, ne Bremse ist ausprobiert. Jetzt klappt's. Also bis kurz vorher. Und wenn nicht? Dann muss der Pulli frisch gewaschen werden. Und rein theoretisch könnte ich natürlich jetzt anfangen, ihm hier die perfekte Position rauszusuchen. Da brauchen wir das auch. Der hat sich irgendwie ausgeschaltet. Voll das professionelle Wort, oder? Aber du sagst das. Also ist echt nicht warm, oder? So warm. Meine Badelatschen. Die Wiese ist schon so kalt. Ja. Das Spiel ist so geil. Keine Lags oder so. Es läuft einwandfrei. Beste Grafik. Geiles Spiel. Muss man mal gezockt haben. Könnt auch gerne spenden und so. Und was ist der aktuelle Highscore gerade? Hier? 38.000. Von wem? Vom Schwitzer. Vom Schwitzer Felix. Das änderst du gleich hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, bitte. Gut. Ja. Deiner.